Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Ganz häufig werde ich gefragt, wie ist das mit Ihrem Glauben? Wie leben Sie das? Was ist Christus für Sie? Diese Frage ist so alt wie unser christlicher Glaube. Und eine Szene aus dem Evangelium belegt das. Jesus ging mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Auf dem Weg fragte er die Jünger, für wen halten die Menschen mich? Sie sagten zu ihm, einige für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für sonst einen von den Propheten. Da fragte er sie, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete ihm, du bist der Christus. Was heißt das aber für mich ganz persönlich, wenn ich Jesus meinen Christus, meinen Messias, meinen Erlöser nenne? Ist die Antwort in meinem Leben abzulesen? Zeige ich die Antwort auch anderen? Lebe ich die Antwort, dass Christus mein Erlöser ist? Diese Antwort des Petrus kann uns helfen, uns immer wieder neu zu justieren, an Jesus anzunähern, uns an ihm auszurichten, damit wir die Kraft finden, nicht nur die richtige Antwort zu glauben, sondern sie immer wieder zu suchen und vor allem auch in unserem konkreten Leben, in unserem konkreten Alltag umzusetzen. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Jesus, ich glaube und bekenne, dass du mein Messias und mein Erlöser bist. Doch ich weiß, wie oft mir die Kraft fehlt, das in meinem Leben, in meinem Alltag auch konkret werden zu lassen. Schenke mir eine ruhige Nacht und hilf mir, morgen deinen Namen als Antwort in meinem Leben, auf meinem Angesicht, in meinem Herzen und in meinem Denken zu tragen. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.